Montag, 24.09. Vormittag. Heute mal kein Krypto-Video, sondern ein FX-Live-Trade-Beispiel aus dem Euro und Dollar. Wir machen das jetzt in Zukunft öfter. Jeder, der mir auf Twitter folgt, wird auch schon gesehen haben, dass ich sehr viel FX-Live-Beispiele poste. Deswegen auch, ja, können wir gerne auf Twitter folgen. Link findet ihr in der Beschreibung. Und ich möchte, bevor ich das Video starte, einfach nochmal sagen, die Analyse bleibt in jedem Markt dieselbe. Wenn ihr ein extrem erfolgreicher FX Price Action Trader seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass ihr sehr gut Crypto train werdet, auch wenn ihr natürlich einzelne Feinheiten noch angleichen müsst. Gerade im FX Markt gibt es dann noch sehr viel mehr Variablen, die Einfluss finden als im Krypto Bereich. Also FX würde ich eine Stufe höher ansetzen als Krypto. Aber ich finde den Markt einfach sehr genial zu traden, da die Liquidität unfassbar hoch ist. Es gibt, glaube ich, keinen Markt, der so liquide ist wie der FX-Markt. Und deswegen möchte ich auch einfach öfter Beispiele dazu bringen, Lehrbeispiele und auch generell mal die Konzepte erklären. Vorweg gesagt, keinen Stress, wenn ihr Sachen heute nicht verstehen solltet. Wir machen nochmal einzelne Videos, wo wir auf die einzelnen Konzepte konkret eingehen, sozusagen Tutorials. Was ich bei FX auch sehr gut finde, vor allem für Anfänger, es gibt unzählig professionelle Möglichkeiten, Demo-Accounts zu erstellen. Das gibt es im Krypto-Bereich nicht wirklich. Und da könnt ihr wirklich mit Spielgeld, also keinem echten Geld, Sachen probieren, Strategien testen und wirklich besser werden auf Dauer. Das war das Vorwort und jetzt starten wir ins eigentliche Video. Ich habe heute in der London-Session einen Euro-Dollar Long genommen, der einfach darauf basiert ist, dass der Dollar ziemlich schwach ist, also auf den Dollar-Index bezogen. Wenn ihr die Paare tradet, die ihr gegen den Dollar tradet, also zum Beispiel Euro-Dollar, Pound-Dollar, NSD-Dollar, AUD-Dollar, ihr wisst, was ich meine, dann müsst ihr einfach immer eure Hauptbuyers sozusagen über den Dollar-Index formen. Der Dollar-Index ist ungefähr so, ja, für Krypto-Enthusiasten jetzt, der Dollar-Index ist ungefähr das, was der Bitcoin für die Altcoins ist. Das heißt, wenn der Bitcoin extrem dumpt, dann dumpen die Altcoins auch. Wenn der Dollar-Index extrem dumpt, dann aufpassen, pumpt der Euro-Dollar, weil Euro an erster Stelle steht, Dollar an zweiter Stelle. Wenn der Dollar-Index dumpt, haben wir einen starken Euro. Umgekehrt, wenn der Dollar-Index pumpt, haben wir einen schwachen Euro. Und das sind einfach so die Hauptpunkte, wie ich meine Trades auswähle im FX-Bereich. Das heißt, wir haben auf einer makrobasierten Gegebenheit, also auf einer höheren Timeframe-basierten Gegebenheit, einen bearischen Dollar, einen schwachen Dollar und einen starken Euro. Was wir jetzt suchen, ist ein Einstiegszeitpunkt auf den Lower Timeframes, um eben den Long mitzunehmen. Okay? Nur mal so als Grundidee hinter dem ganzen Trade-Konzept. Was ich mir immer einzeichne, wenn ich FX trade, sind diese vier Linien im Hintergrund. Normalerweise sind es noch zwei mehr, aber da wir heute Montag haben und von Sonntag auf Montag die Weekly Open gleich der Daily Open ist, ich glaube, das ist verständlich. Wenn Sonntag auf Montag eröffnet, haben wir eine Weekly Open, die auch gleichzeitig die Daily Open ist. Wenn Montag auf Dienstag öffnet, haben wir zur Weekly Open eine separate Daily Open Line, die ich mir dann für jeden Tag nochmal extra einzeichne. Wir haben vier Linien, die asiatische Range, das ist ein Konzept von Chris Lowry, glaube ich, das von ICT auch nochmal modifiziert wurde, was absolut keine Hexerei ist, was ich euch später noch erklären werde. Wir haben die UTC Weekly Open und die NYC Weekly Open. Falls ihr nicht wisst, was UTC ist, ist eine Zeitzone, beziehungsweise der Oberbegriff für die Zeitzonen. UTC Zeitzone ist einfach, glaube ich, gleich wie GMT, oder? Also die Null-Zeitzone, einfach Reykjavik, wo wir einfach die Zeitzone haben, von der die anderen Zeitzonen berechnet werden. Zum Beispiel Berlin haben wir UTC plus 2, New York haben wir UTC minus 4. Ja, das ist einfach, hat nichts mit Trading zu tun, sondern einfach generell Grundwissen. UTC Weekly Open zeichne ich mir ein, das ist einfach 0 Uhr UTC. NYC Weekly Open ist minus 4 UTC. Ihr könnt auch bei TradingView einfach auf New York gehen und euch New York 0 Uhr einzeichnen. Die asiatische Range ist von 19 Uhr New York Zeit bis 0 Uhr New York Zeit. Zeichnet euch das gerne ein oder schreibt euch das gerne auf, besser gesagt, damit ihr einfach die Zeiten wisst. Also ich erkläre das jetzt nicht jedes Mal.
Asiatische Range, 19 Uhr New York bis 0 Uhr New York. UTC Weekly Open, 0 Uhr UTC. NYC Weekly Open, 4 Uhr UTC. Okay? Und da ist einfach der erste Punkt, wo auf den Lower Timeframes viele Fehler begangen werden. Auch viele Fehler, die ich gemacht habe. Da ich mir meistens einfach nur die UTC angezeichnet habe. Und hier sieht man schon im Hintergrund, wenn ihr euch nur die UTC anzeichnet, dann kommt ihr viel zu spät in den Trade oder gar nicht. Weil UTC wäre dann euer Einstieg hier gewesen. NYC haben wir den perfekten Einstieg hier. Ich habe einfach durch extrem langes Backtesting, also wirklich stundenlanges Backtesting auf dem Chart sitzen, auf verschiedenen Pairs jedes Mal, jeden Tag die Linien geplottet, also UTC in New York City. Da bin ich zur Entscheidung gekommen, dass beide Linien Signifikanz haben für den Markt und dementsprechend muss ich beide Linien draufplotten und kann dann entscheiden, welche Linien eher respektiert werden, also welche Daily und Weekly Opens. Wir gehen jetzt den Trade konkret durch. Wir kommen hier rein in diese Asia Range, haben hier einen kleinen Anstieg, sehen dann einen Sell-Off unter die UTC Weekly Open, kommen dann an diesen Punkt, wo wir dann eben die New York Open haben, rennen von der New York Open nach oben, finden Resistance an der UTC Weekly Open, haben wir einen Sell-Off. Hier haben wir den Sell-Off unter die New York City Weekly Open. Und das ist der Punkt, wo ihr das erste Mal wachsam werden solltet mit eurer bullischen Euro-Bias. Sorry. Wir sind jetzt unter der UTC, unter der New York City Weekly Open und unter der UTC Weekly Open. Das heißt, wenn ihr euch jetzt die Wochenkerze vorstellt des Euros und ihr eine bullische Bias habt für den Euro, dann wollt ihr doch, dass die Wochenkerze ungefähr so aussieht zum Schluss. Ja, einen Wick unten und vielleicht sogar den Body so. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich einen bullischen Euro sehen wollen und einen bullischen Euro haben, dann wissen wir einfach, dass wir jetzt hier sind, nämlich in der Wick-Phase der Weekly Candle, weil wir eben unter dieser Weekly Open sind. Genau das gleiche Konzept ist auch anwendbar auf die Daily Opens, nur dass dann halt das die Daily Candle ist und nicht die Weekly Candle. Okay, das heißt, wir sind jetzt unter dieser asiatischen Range gedippt. Was ist unter dieser asiatischen Range unter anderem auch? Genau, Liquidität. Warum ist hier Liquidität? Wir haben hier sehr viele Long Stops und auch sehr viele Algorithmen, die einfach hier diesen Boden hier getradet haben und die einfach ihre Stops unter der Asia Range hatten, weil das letzte Swing Low war. Ja, wir wissen dann, okay, wir haben eine bullische Euro-Bias. Wir haben jetzt auch sozusagen den Drop unter die Asia Range. Wir können also davon ausgehen, dass die Banken unter dieser Range die Liquidität jagen werden. Wir wollen aber noch nicht traden, da wir keine Bestätigung haben. Wir wissen nicht, ob das Sell-Off weitergeht. Wir haben nur schon mal zwei, drei Sachen, wo wir eben zur Confluence sagen können, ja, sieht ganz gut aus für unseren Long. Was dann interessant wird, ist diese Zeit. Wir haben hier sozusagen die London Kill Zone, also einfach die London Trading Session. Könnt ihr ungefähr davon ausgehen, 8 Uhr Berlin Time bis 10 Uhr Berlin Time, 11 Uhr Berlin Time, New York, London Session, wo wirklich die meiste Liquidität am Markt herrscht. Mit der New York Session eigentlich. Wir kommen dann in diese London Session, haben diesen Pump nach oben, rennen auf die UTC Weekly Open, aber entscheidend, wir sind jetzt über der New York Open. Das heißt, das alles hier unten ist einfach nur ein Stop Run, okay, eine Standardabweichung von der Range. Wir sind wieder über der Asia Range, wir sind über der New York City Weekly Open und wir finden Support auf der Asia Range. Das heißt, wir haben jetzt zwei Punkte der Confluence. Wir haben die New York City Weekly Open, wir haben die Asia Range Open und wir wissen jetzt, wir haben auch einen bearischen Dollar. Das heißt, Confluence ist da, wir können uns hier unseren Long zurechtlegen und wir müssen unseren Stop sozusagen hier drunter legen. Wenn ihr jetzt nur die UTC Weekly Open angezeichnet habt, dann würdet ihr sagen, okay, Resistance bearish. Ja, aber wir haben die New York Open, wir wissen, wir haben diesen Impulse Move über die New York Open, wir wissen, okay, der Markt sollte bullish sein, es macht keinen Grund, diesen Sell-Off zu erleben unter die New York Open und dann wieder darüber zu pushen. Wir erwarten Longs. Gleichzeitig haben wir eine Bearish Bias auf den Dollar. Warum haben wir das? Wir gehen jetzt hier auf den Dollar-Index, auf TradingView DXY, das ist der Dollar-Index. Wir haben den Daily Chart am Dollar-Index. Wir sehen, wir formen hier eine Range. Wir haben hier diese Abweichung der Range. Haben hier Resistance, Sell-Off, sind letzte Woche auf den Range Support gekommen und erwarten jetzt weitere Price Action nach unten, im besten Fall sogar hier. Erstens mal dieses Low hier, dann diese Akkumulationsphase hier.
Higher Time Frame sieht man das nicht so gut, deswegen gehen wir auf den Lower Time Frame. Warum Lower Time Frame? Letzte Woche waren wir hier, sind auf den Support gekommen. Wir wissen, wenn wir auf den Support sind, erwarten wir erstmal eine Rallye. Wie weit wird die Rallye gehen? Genau, bis zum vorherigen Support. Denn Support, der gebrochen wird, wird zur Resistance. Wir rennen hier hoch, haben diesen Block hier, rennen exakt hier rein und haben einen Sell-Off. Das war unser Hauptausschlagpunkt, auf den Euro Long zu gehen. Ohne den Euro-Chart anzusehen, wollen wir Long auf den Euro setzen, weil der Dollar Index bearish ist. Okay, nur damit ihr das versteht. Und hier kommt das gleiche Konzept zur Sprache wie auf dem Euro-Chart, nur eben in bearischer Variante. Wir haben wieder die New York City Weekly Open, wir haben die UTC Weekly Open. Dieses Mal ist die New York City Weekly Open über der UTC Weekly Open. Was sehen wir hier? Preis rennt über die New York City Weekly Open, kommt zurück, impulsiver Sell-Off unter dieser New York City Weekly Open. Und ich war hier schon long im Euro. Ich war hier schon long und sehe dann, okay, wir formen hier Support und hier rennt der Dollar wieder hoch. Und das ist der Punkt, wo sehr viele Leute nervös werden oder eben in dem Fall nervös geworden wären, Vergangenheit, weil wir dann das Folgende beim Euro sehen. Wir sehen genau die Korrelation hier wieder zwischen dem Index und dem Euro, was hier funktionieren würde. Chart ist in Replay-Mode, gerade eine Sekunde. Ja, wir sehen das jetzt hier. Leute, die hier long sind, haben schon wieder komplette Panik, weil die sehen, okay, wir sind unter der New York City Weekly Open, fuck, vielleicht gehen wir doch nochmal runter, vielleicht habe ich den falschen Einstieg erwischen. Was passiert? Komm hier runter, ich meine, ihr habt es schon gesehen. Komm hier runter und haben dann diesen massiven Move nach oben. Euro ist hier weniger spektakulär, aber am Dollar sieht man das perfekt. Am Dollar habe ich mir das angezeichnet. Ich wusste am Dollar, wir haben hier die Weekly Open, wir haben hier diesen Block. Wir können maximal hier hochgehen. Das ist okay. Wenn wir hier brechen, habe ich ein Problem, weil dann ist der Dollar vielleicht doch etwas bullischer. Ich würde dem Kurs erlauben, in diesem Bereich hier hochzukommen. Wenn wir dieses High rausnehmen würden, dann wüsste ich, meine Idee wäre falsch. Aber wir kommen genau hoch zu der Weekly Open und haben dann den Sell-Off. Also ihr seht, wie signifikant diese Opens sind, die Openingszeiten. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir in diesem Trade sind oder warum ich in diesem Trade bin. Wir sind jetzt hier diesen schönen Push nach oben. Das ist wirklich sehr, sehr schönes Beispiel, perfekt aus dem Lehrbuch. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich es euch zeige. Wie gesagt, ich würde mal diese Highs hier targeten. Und langfristig glaube ich, dass der Euro noch wirklich viel mehr nach oben pushen kann. Vor allem, wenn der Dollar jetzt ausbricht aus der Range, dann sieht es wirklich düster aus für den Dollar. Weil ihr seht diesen Move. Wie steil dieser Move nach oben war. Wir haben dann das hier einzufüllen. Das wäre das nächste logische Target. Und eben auch diese Lows hier. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare. Wie gesagt, die Tutorials werden noch genauer. Das war jetzt wirklich nur ein Live-Trade-Beispiel. Eher im fortgeschrittenen Bereich. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.